Geschichte auf. Ein Format von, für und mit Frauen. Lasst uns unsere Superwoman Capes aus den Schränken holen und losfliegen. Wir starten jetzt. Der Jungen Union Deutschlands. Mein Name ist Wiebke Winter, ich bin Vorsitzende des Arbeitskreises Mehr Mädels und das ist... Moin, ich bin Toni Haufler, JU-Bundesgeschäftsführerin und es freut uns, euch heute durch diesen Tag zu führen. Aber wir sind hier natürlich auch nicht alleine. Knapp 300 von euch haben sich angemeldet, um heute über Zoom mit dabei zu sein und wir freuen uns auch über alle anderen Zuschauer zu Hause an den Geräten. Wir sind hier aber nicht alleine, sondern wir haben für euch tolle Gäste organisiert. Liebe Toni, wer ist denn alles so mit dabei? Ja, die letzten Wochen haben wir angekündigt, AKK Annegret Kamp-Karrenbauer ist dabei. Sie ist leider ganz kurzfristig verhindert gewesen, aber frisch vom Laufen können wir gleich Doro Bär bei uns begrüßen. Zudem haben wir eine echte Powerfrau für euch dabei. Sie ist inspirierend ohne Ende. Sie war Kreisvorsitzende bei der Jungen Union und danach Staatssekretärin bei Merkel. Schließlich hat sie auch noch einen Verband hochgezogen und ist nun dann als Rechtsanwältin tätig. Wir freuen uns auf Cornelia Itzer. Wer darf natürlich auch nicht fehlen, ist natürlich Ines Klaus, einzige weibliche Fraktionsvorsitzende des Hessischen Landtags, also beziehungsweise der CDU-Fraktion im Hessischen Landtag. Und wo wir schon bei Hessen sind. Wir haben noch eine weitere Bundesministerin AD dabei, Christina Schröder. Sie war von 2002 bis 2017 im Deutschen Bundestag, danach Ministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Und mit ihr haben wir noch ein ganz besonderes Highlight vor. Aber Wiebke, wir schnacken nicht nur, nein, wir machen auch. Und zwar in 6 verschiedenen Workshops für die knapp 300 Teilnehmerinnen. Ganz genau, denn ihr wisst vielleicht, wir müssen nicht nur auf Zoom richtig aktiv sein, sondern auch draußen und vor allen Dingen dann, wenn es drauf ankommt, müssen wir unsere Reden on point haben. Dafür bieten wir euch einen Rhetorikkurs mit Friederike Galland. Sie ist mehrfache Rhetorik-Europameisterin und ehemaliges Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses. Frauen sind hysterisch und Männer haben immer recht. So mag man es wohl meinen. Bei Konfliktmanagement können die Teilnehmerinnen lernen, wie es richtig geht und zwar so, dass sie jede Debatte gewinnen können. Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok, Snapchat, das sind alles keine Fremdwörter für euch. Aber wie können wir sie richtig gut einsetzen, damit auch wir richtig gut dastehen? Das besprechen wir mit der jungen Journalistin Amelie Weber. Die besten Erfahrungen zieht man aus den Lehren der anderen. Und hier bei Führung in Ehrenamt werden uns Laura Sachs-Lehner und Katrin Albsteiger mal erzählen, wie sie es ganz nach oben geschafft haben und wie sie richtig führen. Davos und Münchner Sicherheitskonferenz sind auch genau eure Gebiete. Dann geht zu Susanne Zehls in den Bereich Außen- und Wirtschaftspolitik. Sie ist Co-Founderin und Managerin auf Values Unite. Und wer danach noch sagt, dass Außen- und Wirtschaftspolitik keine Frauendomänen sind, der hat wirklich nichts gelernt. Aber es kann natürlich kein Workshop geht ohne Wiebke Winter. Und deshalb leitet sie den 6. Workshop Politics and Party. Wie machen wir die Union attraktiver, vor allem auch die JU attraktiver für junge weibliche Mitglieder? Das arbeitete ihr mit ihr in Workshop 6. Ganz genau, ich freue mich schon darauf. Aber liebe Toni, wie funktioniert das denn jetzt alles hier ganz genau? Ja, für unsere Zoom-Teilnehmerinnen erst auch mal von uns ein herzliches Willkommen. Ihr seid jetzt schon bereits im Zoom-Room drin. Ganz wichtig, bitte meldet euch mit euren Klarnamen an, damit wir auch euch finden und eure richtigen Workshops zuordnen können. Für alle da draußen auch von mir ein herzliches Willkommen vor den Fernsehern und dem Sofas. Ihr habt jetzt die Gelegenheit, mit uns den ersten Teil live und in Farbe zu verfolgen bei Facebook und YouTube. Dann gibt es für euch eine kleine Pause, vielleicht auch gut zum Posten. Und danach geht es weiter mit Tillmann und Christina Schröder. Ganz genau. Und wir wollen natürlich auch wissen, wie es aussieht, wenn ihr das dann wirklich macht. Zeigt uns, wie ihr den Superwoman Day verfolgt. Postet es auf Facebook, in eure Instagram-Stories, auf Twitter, wo auch immer hin. Vergesst dabei aber nicht, uns zu taggen auf @junge_union und vor allen Dingen nutzt unseren Hashtag JU Superwoman.
Und wenn ihr dieses Mal sogar vielleicht noch was in euren Instagram-Feed postet, gibt es was ganz Besonderes. Toni, was haben wir? Ganz genau. Posten, teilen, Stories machen, das lohnt sich heute auf jeden Fall. Und zwar, wenn ihr uns darin verlinkt, Junge Union und den Hashtag, JUSuperwoman, habt ihr vielleicht Glück und eine dieser Ladies kann bei euch zu Hause hängen oder ein passendes Geschenk für den Weihnachtsbaum. Ganz genau. Und wir starten jetzt auch mit unserem allerersten Gast. Er ist hier. Er hat sein Cape aus dem Schrank geholt und ist zu uns nach Frankfurt geflogen. Er ist der Frauenförderer der ersten Stunde gewesen. 2017 hat er als Landesvorsitzender der Jungen Union Niedersachsen Laura Hoppmann als Spitzenkandidatin der JU in den Landtag gebracht. Er hat im Bundesvorstand das Thema Frauenförderung ganz oben auf die Agenda gesetzt und im Bundesvorstand den Anteil der weiblichen Mitglieder verdoppelt. Lieber Tillmann, schön, dass du da bist und herzlichen Glückwunsch nochmal zu deiner Wiederwahl als Bundesvorsitzender der Jungen Union Deutschlands. Herzlich willkommen, Tillmann. Ja, vielen Dank, liebe Wiebke, dass ich überhaupt hier sein darf. Ich meine, hier haben die Frauen das Sagen, von daher schön, dass ihr mich überhaupt reingelassen habt. Lieber Tillmann, keine JU-Veranstaltung ohne dich. Du wurdest gerade wiedergewählt zum Bundesvorsitzenden und wir haben den digitalen Deutschlandtag erst vor 2 Wochen erlebt. Lieber Tillmann, wie war das denn eigentlich für dich? Ja, das war natürlich ein total cooler Tag, am Ende auch sehr anstrengend. Ich weiß gar nicht, ob 3 Tage Deutschlandtag anstrengender sind oder 1 Tag digitaler Deutschlandtag, aber es hat super viel Spaß gemacht. Ganz, ganz herzlichen Dank für eure Unterstützung. Ich weiß das sehr zu schätzen, dass so viele dabei geblieben sind. Wir hatten am Ende immer noch fast alle Delegierten im Stream. Es haben super viele Leute immer noch abgestimmt. Da können wir uns wirklich glücklich schätzen, dass alle auch so fleißig bei der Antragsdebatte dabei waren. Das macht mich wirklich stolz, Vorsitzender der Jungen Union zu sein. Das war auch total klasse. Und weil Bilder mehr sagen als 1000 Worte, haben wir für euch noch ein Video vorbereitet, was wir euch jetzt noch einmal zeigen wollen. Wir haben als Junge Union mit dem ersten digitalen Deutschlandtag gezeigt, dass Politik in der Pandemie keine Pause machen muss. Wir wollen, dass der Zukunftsmodus angeschaltet wird. Der Deutschlandtag in diesem Jahr stand ganz unter dem Zeichen digitale Bildung und neue Arbeitswelt. Dafür haben wir uns heute eingesetzt mit klaren politischen Forderungen. Unser Sneaker-Konservatismus hat einen klaren Kompass, er hat eine klare Haltung. Wer meint, mit höheren Steuern das Land quälen zu können, der muss bei uns mit Widerstand rechnen. Die Junge Union hat mir ganz stark den Rücken gestärkt, hat dieses Ergebnis unter anderem erst möglich gemacht. Nummer 1 in Deutschland bleibt man politisch nicht nur, weil man es schon mal war. Wir müssen die Besten bei uns sein, damit die Besten auch bei uns in dieses Netzwerk hineinkommen. Der Wahlgang ist abgeschlossen. Lieber Tillmann, nimmst du die Wahl zum Bundesvorsitzenden an? Wir müssen uns jeden Tag was Neues einfallen lassen. Glückwunsch auch an die JU. Ihr seid auch neue Wege gegangen und habt gezeigt, es geht. Wir haben gezeigt, dass man mit viel Herzblut, viel Leidenschaft und den richtigen technischen Voraussetzungen Politik machen kann, dass wir den ersten Vorstand einer politischen Organisation komplett digital wählen können und dass man eben auch Antragsberatung machen kann. Dass man nicht nur Showveranstaltungen macht, sondern dass man zeigt, dass auch wirklich harte inhaltliche Debatten geführt werden können. Wir haben echte Pionierarbeit geleistet. Ich bin unheimlich stolz auf euch alle, dass ihr so fleißig mitgemacht habt. In 2021 gehen wir ins Superwahljahr und wir wollen auch weiterhin eine unionsgeführte Bundesregierung in Deutschland stellen. Wir werden eine starke Motivationskampagne und neue digitale Formate bringen. Das zeichnet uns aus, denn wir sind die digitalste und innovativste Jugendorganisation in Europa.
Liebe Wiebke, liebe Toni, liebe JUlerin, aber auch liebe Freunde und Unterstützer zu Hause am Livestream. Nach dem erfolgreichen Pitch und unserem sehr erfolgreichen Deutschlandtag, wie ihr eben noch mal gesehen habt, sind wir heute schon wieder live, weil wir haben nämlich noch lange nicht genug. Wir merken, dass Politik keine Pause machen darf. Wir müssen genau jetzt eben auch über neue Themen reden. Deswegen haben wir den Superwoman Day angestoßen. Und ich bin sehr stolz und dankbar, dass so viele von euch heute dabei sind. Denn digital ist immer noch das neue Normal und Politik macht in dieser Pandemie keine Pause. Wir haben uns deswegen kurzerhand dazu entschieden, diesen Superwoman Day eben noch auf die Beine zu stellen, hatten am Anfang überhaupt keine Ahnung, wie viel Relevanz das eigentlich haben wird. Und es haben sich am Ende über 300 JUlerinnen angemeldet, von Essen bis Erfurt, von Lübeck bis Landshut seid ihr heute dabei. Deswegen ist der Superwoman Day schon jetzt ein riesiger Erfolg. Denn wir zeigen heute, dass wir starke Frauen in unseren Reihen haben, die nur darauf warten, dass sie noch mehr eingebunden werden. Wir zeigen heute, dass wir Zukunftsthemen diskutieren und eben nicht nur über einzelne Listenplätze. Und Wiebke hat es vorhin gesagt, ich will Frauen fördern, weil ich weiß, dass Frauen gut sind, dass sie mehr können und dass ich sie dabei gerne unterstütze, nicht weil sie eine Frau sind, sondern weil sie gut sind. Und das habe ich schon zu meiner Wahl versprochen und das halte ich auch ein. Vor 2 Wochen haben wir den Anteil der Frauen im Bundesvorstand von 23% auf 41% gesteigert. Das heißt, mehr als 40% von euch gestalten jetzt mit bei uns im Bundesvorstand. Und wenn sich dann noch eine Parteivorsitzende hinstellt und meint, wir sollten keine Jungenunion sein, sage ich ganz ehrlich, wer nur 36% Frauenanteil im eigenen CDU-Bundesvorstand hat, der soll erstmal vor seiner eigenen Haustür kehren, statt schlaue Ratschläge zu geben. Die brauchen wir nicht. Bei uns läuft das nämlich so, weil wir gute Frauen haben und die werden auch weiter nach vorne kommen und sichtbar werden. Aber natürlich müssen wir auch mehr dafür tun, dass noch mehr junge Frauen bei uns mitarbeiten können. Und deswegen will ich eben, dass wir auch bei der thematischen Ausrichtung klar sind. Mich hat so manche Debatte in den letzten Wochen auch aus unseren Reihen in der CDU gestört, als es um Diskussionen im Netz ging. Wir sind die Partei der Sicherheit und der Rechtsstaatlichkeit. Und deshalb ist für mich klar, wenn Frauen beleidigt, angefeindet oder herabgewürdigt werden, dann lassen wir das nicht einfach so durchgehen. Dann geht es uns um die Verfolgung der Täter und nicht um die Verfolgung der Opfer. Und deswegen haben wir als Junge Union bereits im letzten Jahr beim Bundesparteitag einen Antrag gestellt, nämlich gegen Hass im Netz. Der kam aus euren Reihen und den haben wir anschließend durchgesetzt. Und es ist eine Gesetzesinitiative daraus entstanden, dass heute Politikerinnen und Politiker auf allen Ebenen vor Verleumdung, übler Nachrede und Beleidigung besser geschützt werden. Es ist also Realität geworden, wenn man sich einsetzt. Und deswegen machen wir genau an dieser Stelle weiter. Wir nehmen es nicht einfach so hin, dass die Sprache in den sozialen Medien verrohrt, dass Beleidigungen, Beschimpfungen oder Gewaltandrohungen gegenüber Frauen stattfinden. Das kann uns nicht einfach kalt lassen. Und das habe ich auch in meiner Rede beim Deutschlandtag deswegen so klar gesagt. Es ist eine Frage von Rechtsstaatlichkeit. Wer gegen Frauen im Netz hatet, den lassen wir nicht einfach so davonkommen. Und neben diesem Schutz wollen wir uns einsetzen dafür, dass wir mehr junge Frauen und mehr junge Männer für Politik begeistern können. Dass eben Politik mit Familie, aber auch Politik mit Beruf vereinbarer wird, dass es noch besser in Einklang zu bringen wird. Dafür haben wir uns schon in der Struktur- und Satzungskommission eingesetzt. In dieser Struktur- und Satzungskommission galt unser Motto, wir wollen, dass Politik vom Wickeltisch, von der Werkbank und aus der Welt möglich ist. Und deswegen wollen wir hybride Vorstandssitzungen möglich machen. Deswegen wollen wir, dass eine politische Elternzeit eingeführt wird, damit keiner mehr sich Gedanken darum machen muss, wenn er erstmal sein Kind betreut und dass es konkrete Anfangs- und Endzeiten gibt, damit man am Ende sich nicht nur im Kreis dreht. Ich glaube, diese Maßnahmen bringen mehr als viele Quotierungen und genau deswegen setzen wir uns so dafür ein. Liebe Freundinnen und Freunde, wir wissen, dass wir viele starke Frauen in unserer Union haben. Das wissen wir nicht erst seit Ursula von der Leyen und Angela Merkel, seitdem sie an der Spitze Deutschlands und Europas stehen. Das zeigen auch heute wieder unsere tollen Referentinnen und Impulsgeberinnen. Und deswegen an dieser Stelle schon einmal ein ganz herzliches Dankeschön an Sie und euch alle, dass ihr heute dabei seid. Ja, in Deutschland leben mehr als 50% Frauen. Und uns können 30% Mitgliederanteil in der Jungen Union nicht zufriedenstellen.
Genauso wenig stellt uns der Anteil der Frauen im Bundestag zufrieden. Aber wir sehen auch, dass es in den kommunalen Parlamenten oder bei den Oberbürgermeistern großen Nachholbedarf gibt. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass heute die ehemalige stellvertretende Bundesvorsitzende Katrin Alpsteiger dabei ist. Sie ist ein Vorbild. Sie hat in diesem Jahr gezeigt, dass man es schaffen kann, Oberbürgermeisterin in ihrer Heimatstadt Neu-Ulm zu werden. Mehr junge Frauen sollten diesem Beispiel folgen. Ich möchte euch ermutigen, motivieren und inspirieren und dafür eine Plattform geben. Das ist unser Superwoman Day. Denn wir haben den Anteil der Frauen im Bundesvorstand gesteigert. Aber jetzt geht es darum, dass wir in jeder Stadt, in jedem Landkreis noch mehr Frauen für die Mitarbeit gewinnen. Für mich steht eine Frage im Vordergrund. Wie schaffen wir es, eure Freundinnen für die Junge Union zu begeistern? Wie schaffen wir es, noch mehr junge Frauen aus eurem Umfeld für uns zu begeistern? Dafür will ich heute gerne Antworten hören. Deswegen ist meine Aufgabe dabei vor allem das Zuhören. Und deswegen sage ich ganz herzlichen Dank an Wiebke, an Toni, an das ganze Team der Geschäftsstelle für die tolle Vorbereitung. Ich freue mich jetzt auf eure Ideen, wünsche uns allen viel Erfolg und vor allem viel Spaß. Danke, lieber Tillmann, aber noch ganz entlassen tun wir dich nicht. Später werden wir noch mal dein Wissen testen, gemeinsam mit Christina Schröder. Aber es geht gleich weiter mit unserem nächsten Gast. Bevor wir den ankündigen, würde ich noch mal sagen, ihr könnt auch immer Fragen stellen, sei es in den Kommentaren für unsere Live-Video bei Facebook und YouTube. Einfach in die Kommentare schreiben, wir sehen alles. Und für alle Zoom-Teilnehmer, bitte schreibt dem Teilnehmer Junge Union privat eine Nachricht mit eurem Namen, wo ihr herkommt und am besten dem Thema der Frage, damit wir keine Doppelungen haben. Aber jetzt geht's los. Wer ist es? Ja, vielen Dank, Toni. Wir haben heute noch einen Special Guest für euch. Denn, wie Toni eben schon gesagt hat, musste Annegret Kramp-Karrenbauer leider kurzfristig absagen. Aber kein Problem für uns. Sie kommt frisch vom Joggen und hat trotzdem gesagt, klar ist sie dabei. Sie ist unsere Staatsministerin für Digitales. Sie ist JUlerin der ersten Stunde. Wir freuen uns auf Dorothee Bär. Liebe Doro, schön, dass du da bist. Hallo, freue mich auch bei euch zu sein. Sehr spontan, aber ist ja meistens am besten. Nee? Ich höre euch gut und ich habe meine Stummtaste aus. Besser? Versuchen wir es nochmal? Ja, jetzt hören wir deine Stimme. Ah, super. Ja, es ist alles ganz, ganz kurzfristig. Deswegen haben wir gerade noch. Ich habe gesagt, sehr spontan. Aber wenn der Tillmann anruft, ganz spontan, dann geht das Duschen auch mal 3 Minuten schneller als sonst. Ja, eine große Ehre. Vielen Dank, dass du da bist. Wir sind immer noch ein bisschen baff, oder? Also das ist wirklich bewundernswert. Aber da merken wir auch, wie wichtig dir vor allem Frauenförderung auch ist bei der Jungen Union und der Union insgesamt. Ganz genau. Und liebe Doro, du bist ja ein Vorbild für ganz, ganz viele junge Frauen da draußen. Du bist eine junge Frau, du bist auf Instagram wahnsinnig aktiv. Und mich würde einfach mal interessieren, was wären so deine 3 Top-Tipps, die du unseren Teilnehmerinnen jetzt als allererstes mitgeben möchtest, bevor wir auch gleich in die Fragerunde gehen? Ich glaube, das Entscheidende ist, dass man sich von Anfang an tatsächlich von niemandem dahingehend irgendwas sagen lässt, von dem man selber nicht überzeugt ist. Also jeder kennt es ja, man kommt neu in irgendeinen Verband rein, ob jetzt bei euch in der CDU oder bei mir damals in der CSU. Und jeder sagt einem erstmal, welche Themen man zu bearbeiten hat. Ich habe zum Beispiel sehr, sehr lange, als ich schon im Bundestag war, habe ich mich nie für den Familien- und Frauenausschuss entschieden, weil ich es nicht wollte. Ich war ganz am Anfang im Innenausschuss und wollte mich auch mit anderen Themen beschäftigen. Das Zweite, was ich, glaube ich, ganz wichtig finde, ist, dass man sich nicht ständig sagen lässt, dass man noch so ewig Zeit hat. Das ist ja auch immer so ein Faktor, ach, du bist doch noch so jung, du hast doch noch Zeit, stell dich doch erstmal hinten an. Also ich meine, wenn es eines Beweises bedurft hätte, dass man auch in sehr jungen Jahren Bundeskanzler werden kann, dann müssen wir eben in unser Nachbarland nach Österreich schauen. Und ich würde sagen, dass die Österreicher sehr gut fahren mit einem sehr, sehr jungen Bundeskanzler. Und deswegen ist auch dieses erstmal abwarten, sich in Geduld üben, finde ich ganz schwierig, weil je länger man wartet, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man mal als Nachwuchshoffnung auch in Rente geht, weil man dann eben nie irgendwas hat reißen können. Und das Dritte, das ist allgemeingültig, das gilt auch für junge Männer, wobei für junge Frauen vielleicht noch stärker, sich nicht so auf das dumme Gebabbel irgendwie davon beeinflussen lassen, weil es ist egal, was man macht es immer falsch.
Wenn man keine Kinder hat, wenn man zum Beispiel im Bundestag ist oder im Kreistag oder im Gemeinderat, wird man nicht ernst genommen, weil man keine Kinder hat. Sobald man Kinder hat, soll man sich doch mal lieber um seine Kinder kümmern. Wenn man eine Hose anhat, ist man irgendwie so ein Mannsweib. Und wenn man einen Rock anhat, ist man zu sexy für die Politik. Also ich glaube, dass es völlig egal ist, wenn jeder sich selber treu bleibt. Jetzt kommt ein Wort, was für eine Fränkin schwierig ist, aber ich sage es trotzdem, Authentizität. Ja, also dass man eben tatsächlich immer bei sich bleibt und sich nicht ablenken lässt. Und als Viertes vielleicht tatsächlich, was ich aus eigener Erfahrung sagen kann, es gibt auch Freundinnen und Freunde in der Partei und auch in der Jungen Union. Also eine meiner besten Freundinnen ist tatsächlich jemand, die mit mir in der JU groß geworden ist, mit der ich bis heute ganz eng befreundet bin. Und das gibt's auch. Also da soll man sich auch nichts sagen lassen, dass das nicht funktioniert. Ja, ganz, ganz lieben Dank, Doro. Toni, wie geht es jetzt weiter? Genau, ich hatte eben schon erklärt, wenn es Fragen gibt, bitte schreibt sie uns rein. Und mich würde einmal interessieren, bitte verzeih, wenn die Frage zu persönlich ist. Du hast doch jetzt schon mehrere Kinder. Wie kann man das alles unter dem Hut bekommen? Und häufig hört man dann auch so, man ist eine Rabenmutter, wenn man weiterhin Politik macht. Aber wenn man dann komplett sich aus der Politik rausnimmt für ein paar Jahre, hat man auch totale Schwierigkeiten, wieder reinzukommen. Wie würdest du denn da sagen für alle, ich habe noch kein Kind, bin aber schon zu verheiratet, wie würdest du sagen, was ist da der richtige Mittelweg? Ich glaube, einfach machen. Ich höre leider die ganze Zeit auch noch ein bisschen die Regie, deswegen muss ich immer gucken, dass ich euch verstehe. Ich glaube, wenn man es einfach macht, also ich bin selten der Meinung, dass wir sehr viele SPD-Politikerinnen zitieren sollten. Aber ich fand trotzdem mal ein Zitat bemerkenswert, was von der damaligen Bundesfamilienministerin Renate Schmidt kam, die auch gesagt hat, dass der passende oder der perfekte Zeitpunkt für ein Kind nie da ist. Und nachdem er nie da ist, ist also jeder Zeitpunkt der perfekte. Und das kann ich nur bestätigen. Also es gibt immer Gründe, was gerade dagegen spricht. Natürlich im Idealfall sind sich dann die werdende Mutter und der werdende Vater einig. Aber für alle anderen passt es nicht. Und wenn man sich mal überlegt, ich will jetzt nicht zu weit zurückgehen, aber ich denke trotzdem immer auch an meine eigene Familie. Meine eine Oma hat meinen Papa wirklich in der Nachkriegszeit bekommen, 2 Jahre nachdem Deutschland den Krieg verloren hat. 1947 ist mein Papa auf die Welt gekommen. Und wenn die damals auch gesagt hätte, oh Gott, Land zerbombt, wir müssen alles wieder aufbauen, wirtschaftliche Lage schwierig, nichts zu essen, in der Zeit kann man kein Kind in die Welt setzen. Dann gäbe es mich heute auch nicht und wahrscheinlich euch auch nicht, wenn unsere Vorfahren da nicht gedacht hätten, es würde gehen. Und ich finde es in einem reichen Land wie in unserem und in einem Land, was man jetzt auch in der Krise gemerkt hat, was einen extrem guten Sozialstaat hat, ein sehr, sehr gutes Gesundheitssystem, zu sagen, Kinder in die Welt setzen, ist jetzt ganz schwierig. Wie soll man das alles hinkriegen? Wenn sie mal da sind, klappt es auch, sich einfach selber mehr zutrauen. Und natürlich auch Unterstützung annehmen. Also mein Mann und ich sind auch sehr dankbar, dass wir eine Großfamilie haben. Ich habe aber auch Freundinnen, die wollen nicht, dass die Familie unterstützt, weil sie sagen, wir wollen das lieber selber machen. Und lieber mit Fremden oder mit, fremd sind ja alle nicht, wenn sie auf die Kinder aufpassen, aber lieber mit Menschen von außen, weil dann reden Oma und Opa nicht so rein. Das muss, glaube ich, auch jeder für sich entscheiden. Aber einfach machen. Und ich glaube, das Entscheidende ist, wenn dann das Kind da ist, denkt man sich, ach, hätte ich schon ein paar Jahre eher auch hinbekommen können. Danke dafür. Und ich sehe gerade, wir haben die erste Frage und mich freut es besonders. Sie kommt von einem Mann, nämlich auch Männer schauen zu bei unserem Livestream bei Facebook und YouTube. Sven fragt, wie kann man Anreize für Männer schaffen, um sich mit Frauen zu solidarisieren? Liebe Doro, was meinst du dazu? Ich weiß gar nicht, ob man da Anreize schaffen muss, sondern einfach auch sich selber vielleicht, also ich hätte es vor vielen Jahren nicht gesagt, aber man muss sich auch nicht gleich als Mann, als Feminist fühlen. Aber jeder, der sagt, ich möchte, dass meine Töchter die gleichen Zukunftschancen haben wie meine Söhne. Jeder, der sagt, für mich war das selbstverständlich, in einem Haushalt groß zu werden, wo meine Schwestern und ich die gleichen Tätigkeiten hatten. Da tut man schon wahnsinnig viel. Und wenn man einfach auch mal einen scharfen Blick hat und sagt, das kann doch nicht sein, Leute, wir wählen jetzt einen JU-Ortsvorstand, einen Kreisvorstand. Kann doch nicht sein, dass bei 10 Positionen nur 3 Frauen da sind, wir finden bestimmt noch 2, um auch eine Parität herzubekommen und sich zumindest mal die Mühe zu machen. Wenn es dann nicht funktioniert und wenn dann wirklich niemand da ist, was in den seltensten Fällen der Fall ist, okay. Aber in der Regel fängt es schon mal damit an, die Augen, die Ohren offen zu haben und auch mal als Mann zu widersprechen, wenn ein vermeintlich lustiger Witz gegen eine Frau, gegen ein junges Mädchen losgelassen wird. Das ist nämlich viel wirkungsvoller, wenn das dann von einem Mann kommt und da widersprochen wird.
Ganz, ganz lieben Dank, Doro. Ich finde, das ist auch wahnsinnig wichtig. Toni, wir haben schon die nächste Frage von der Mattea aus Berlin. Ganz genau. Und die Frage geht ein bisschen anknüpfend an deine letzte Antwort, liebe Doro. Wie schaffen wir es, mehr Unterstützung von den Alten, in Anführungszeichen, zu bekommen? Ich glaube, hier ist auch häufig die Debatte, man kommt in einen Ortsverband rein, sicherlich bei der CSU genauso. Man kommt rein und die gehen immer nur zum Kegeln. Wie kann man da als junge Frau auch wirklich ernst genommen werden, beziehungsweise sich auch behaupten? Also ich habe es mal erlebt, ich war mal bei einer Jahreshauptversammlung, da ist der Ortsvorsitzende irgendwie nach 30, 40 Jahren abgetreten und dann haben wir damals die jüngste weibliche CSU-Ortsvorsitzende gewählt, die war damals, glaube ich, 19 oder 20 und da ging es tatsächlich an so einem Stammtisch um alle möglichen Themen und die Ortsumfahrung und der Radweg und was weiß ich und sie hat dann, nachdem sie gerade frisch gewählt war, sie war gerade vom Ortsverband bestätigt, hat sie gesagt, weil ich als Gast da war, also was mich ja mal interessieren würde, ich würde gerne mal mit dir über Vorratsdatenspeicherung diskutieren. Und dann waren halt in dem Raum, war Stille, keiner hat was gesagt. Und ihr Vorgänger, der gerade das Amt abgegeben hat, hat sie dann vor versammelter Mannschaft abgekanzelt und hat gesagt, er weiß gar nicht, worum es geht und das ist ein doofes Thema und das interessiert hier sowieso niemanden. Und ist ihr quasi gleich über den Mund gefahren, woraufhin ich ihm dann auch über den Mund gefahren bin und ihn auch gebeten habe, dass er sie da jetzt mal machen lässt. Das ist natürlich jetzt in dem Fall immer wichtig, dass dann auch jemand da ist, der zur Seite steht. Am Anfang hat man ja noch keine Ämter inne oder ist vielleicht nur Mitglied. Aber auch da glaube ich, dass das Verbünden am allereinfachsten ist in jedem Verband, wenn man es nicht mit der nächsten Generation macht, sondern mit der übernächsten. Das habe ich ganz oft erlebt, dass diese Tandems aus quasi gefühlt Großeltern, Enkelkind, Generation die erfolgreichsten sind. Und jeder hat in seinem Ortsverband auch welche, die sind vielleicht schon 60, 70 und die unterstützen lieber jemanden mit 20 als jemanden mit 40, weil sie sagen, hallo, ich sehe mich da eher so in der Enkelgeneration und die unterstützen aber auch keine, die genauso alt sind wie sie, weil sie meistens sagen, ach, alt bin ich selber, sollen doch mal die Jungen ran. Und ich glaube, wenn man da mit guten Ideen kommt, wenn man auch mal eine andere Veranstaltung vorschlägt, oft hilft es ja schon, etwas von A bis Z einfach selber zu organisieren, weil das ist auch menschlich im Ehrenamt, dass oft gar nicht die Zeit da ist. Und wenn ich dann meinem Ortsvorsitzenden oder meiner Ortsvorsitzenden mal Arbeit abnehme, die Einladungen schreibe, das Event komplett organisiere und mal einen anderen Treffpunkt vorschlage, dann würde ich mal sagen, in 99% der Fälle wird es auch angenommen. Und wie gesagt, noch ein paar Mitstreiter, gerade von den ganz Alten, weil die freuen sich dann, wenn die Jugend dann mal aktiv wird. So die mittlere Generation, so wie die Elterngeneration, das ist manchmal schwierig, das kennt man aus dem eigenen Elternhaus auch. Aber sich mit der Großelterngeneration verbünden, das hilft schon ganz gut. Das ist ein wirklich schöner Hinweis. Danke, Doro. Ich kenne das selber. Hier grüße ich auch Dieter aus meinem Ortsverband in Ottensen, der immer mit mir zusammen plakatiert hat. Und am Ende sind wir immer noch was essen gegangen, Eis oder so. Und das stimmt, ich muss dir da recht geben. Aber Wiebke, wir haben die nächste Frage und zwar von Fine. Und ich finde die eigentlich auch gar nicht so unspannend, die Frage. Ich finde die total super. Vielen Dank, Fine, für diese Frage. Sie fragt: Liebe Frau Bär, Sie sind im Bundeskanzleramt für Digitales zuständig. Wie motivieren wir mehr Frauen für Informatik, ein zukunftsfähiges Thema mit geringem Frauenanteil? Ja, das stimmt. Also wir haben ja den Digitalpakt Schule und wir haben jetzt als CSU auch noch jetzt in die Koalition eingebracht, dass wir auch noch einen Sonderpakt Kita brauchen für MINT-Fächer. Weil es nämlich ganz wichtig ist, dass wir schon in den Kindergärten, in den Kindertagesstätten damit anfangen. Weil es gibt so eine ganz bestimmte Zeitschiene, die ist im Kindergarten, die ist noch in der Grundschule, wo es überhaupt keinen Unterschied gibt im Sinne von, interessiere ich mich für Technik zwischen Mädchen und Jungs. Deswegen bin ich sehr stark dafür, dass wir schon in der Grundschule, in der ersten Klasse Grundzüge des Programmierens einführen, dass neben den Grundfertigkeiten wie Lesen, Schreiben und Rechnen eben auch Programmieren noch auf die Tagesordnung kommt, weil da gibt es auch noch nicht das, was ich vorhin angesprochen habe, das dumme Gebabbel, dass man sagt, oh, Mädchen sind doof in Mathe oder in Mathe sind sie nur Beiwerk, sondern dass da wirklich die Neugierde, die da ist, einfach nur befriedigt werden muss, geweckt werden muss die gar nicht, die ist bei Kindern einfach da. Weil später, gerade zum Teenageralter, wird es schwierig. Da sind manche Sachen uncool. Da ist tatsächlich vielleicht eher so TikTok, der neue Insta-Filter, spannender, als mal einen Roboter-Bausatz zu machen. Deswegen müssen wir ganz, ganz, ganz früh rein. Und wir müssen vielleicht auch eher davon sprechen, dass Mädchen, weil wir ihnen immer sagen, ja, ihr seid so sprachbegabt, ihr seid so sprachbegabt, muss man sagen, okay, Programmieren sind Sprachen. Das sind Programmiersprachen. Und wenn du in Englisch, Latein, Französisch, Italienisch gut bist, dann bist du auch in Programmiersprachen gut, weil du sprachbegabt bist. Also es hat auch viel schon damit zu tun, wie wir sprechen.
und sich selber auch immer mal von außen beobachten. Also meine zwei kleinen Kinder sind ja nur ein Jahr auseinander und die zwei Kleinen sind Bub und Mädchen. Und unsere Tochter hat mal, als sie ganz klein war, so einen Roboterbausatz bekommen. Und ich habe wirklich in der hundertstel Sekunde mal kurz gedacht, warum hat denn mein Sohn nicht bekommen? Der ist doch eigentlich viel interessierter, was er tatsächlich ist. Und dann habe ich mich selber gescholten und habe gedacht, nein, gut, dass sie es bekommen hat, dass sie sich auch damit auseinandersetzen muss, weil wir manchmal auch durchs Umfeld, durch die Prägung in bestimmte Fallen einfach reintappen. Und da kann sich jeder selber beobachten. Aber je kleiner, desto einfacher ist es einfach. Und ab 13, 14, 15 hat man sie manchmal dann schon eher verloren. Deswegen setze ich das sehr stark auf die Grundschule und dann auch darauf, dass wir endlich mal dahin kommen, wo uns ja Corona tatsächlich bei allem Elend, bei allem Leid einen Schub verpasst hat, dass wir unsere Schulen jetzt wesentlich digitaler machen können, dass es kein Widerspruch mehr ist und dass dieses dumme Gebabbel wie Frau Bär, mein Kind soll noch auf Bäume raufklettern, ich will nicht, dass es den ganzen Tag vor uns so im Gerät sitzt, dass man sagen kann, ja, aber nur weil es vorm Gerät sitzt, ist es vielleicht gut, wenn es trotzdem auf den Baum raufklettert und wenn es dann runterfällt, kannst du in der App nachschauen, von welchem Baum es runtergefallen ist, dass wir in Deutschland mal wegkommen von dieser Entweder-Oder-Diskussion, entweder digitale Bildung oder analoge Bildung, sondern dass wir in allem, was wir tun, zu einem sowohl als auch kommen, aber wie gesagt, der Hauptanreiz ist so früh wie möglich, weil dann erwische ich sie eben noch alle und dann wesentlich weniger Berührung. Bin ich jetzt eingefroren oder schaut es nur für mich so aus? Es ist tatsächlich eingefroren, aber wir können dich tatsächlich noch hören. Kann ich einfach mal reden? Aber ihr hört mich noch. Okay, es ist natürlich auch das eingefrorene Bild. Ich rede trotzdem mal weiter, weil eben, wie gesagt, die Unterschiede, was jetzt Alter betrifft, bis 10, 12, 13 gar nicht da sind. Gut, jetzt ist Frau Bär gerade einmal nicht da, aber das ist ja gar kein Problem. Toni, was fandest du denn bis jetzt am beeindruckendsten? Ich glaube, da waren ein paar sehr gute Tipps und Tricks dabei. Vor allem, da ist auch Doro wieder da. Lass uns gleich weiter drüber sprechen, weil ich glaube, wir haben noch eine Live-Frage. Genau, wir haben auch noch eine Live-Frage. Wie im Digitalen. Genau, aber Doro, warst du gerade schon fertig mit der Beantwortung deiner Frage? Weil wir wollten dich natürlich auch nicht ab. Ja, war ich. Gut, super. Dann leiten wir direkt weiter. Wir haben ja gerade schon über unseren neuen Bundesvorstand gesprochen, der Jungen Union Deutschlands. Und hier kommt gleich ein neues Mitglied. Lisa Bubert aus Berlin ist uns live zugeschaltet und stellt ihre Frage hier digital. Schauen wir mal, ob es klappt. Hi, ganz herzlichen Dank und auch dir ganz herzlichen Dank, liebe Doro, dass du ja deine Zeit hier nimmst, die auch sehr kostbar gesät ist und uns dabei unterstützt am Superwoman's Day. Vielen, vielen Dank dafür. Ich habe eine Frage bezüglich der Vereinbarkeit, was ist angesprochen, das Problem Vereinbarkeit von Familie und Beruf, gerade bei jungen Familien ist das ein Problem. Und ich frage dich jetzt, wie stehst du zur Elternzeit für Volksvertreter oder Volksvertreterinnen? Also das ist wirklich eine gute Frage, weil ich natürlich bei meinen drei Kindern, obwohl ich bei allen drei Kindern schon im Bundestag war, keine hatte. Und ich aber ehrlicherweise auch nicht weiß, wie ich es hätte machen können, weil man natürlich auch fairerweise sagen muss, dass es ein besonderer Beruf ist, ein besonderer Job ist und wir haben halt nun mal keine Vertretung. Wenn jetzt eine Bürgermeisterin schwanger wird, hat sie in der Regel noch zwei Bürgermeister. Und bei Vertretern und wir haben eben direkte Vertretung und die Bürgerinnen und Bürger wählen einen natürlich für 4 Jahre ins Parlament ordentlich vertreten werden. Deswegen würde ich mir, ich bin sehr stark für Erleichterungen. Wir haben in der Zeit jetzt auch durchgesetzt, dass auch ein Baby mit in den Plenarsaal genommen werden kann, was es früher nicht gab, dass wir direkt neben dem Plenarsaal auch ein Wickelzimmer haben. Dass es jetzt ja auch bewiesen wurde in diesem Jahr, dass es Hybrid-Sitzungen geben kann. Also da wünsche ich mir eher, dass es möglich ist, dass man auch in einer Zeit, in der Anfangszeit, mindestens auch in der ersten Phase nach der Geburt, dass es die Möglichkeit besteht, auch an Sitzungen noch teilzunehmen, wenn man nicht in Präsenzform da ist. Aber so richtig eine Elternzeit stelle ich mir vor, wenn ich tatsächlich ein Jahr zu Hause bleiben würde von 4 Jahren, in denen man gewählt wird, tue ich mir manchmal schwer, auch den Wählerinnen und Wählern gegenüber, die ja auch einen da extra hingeschickt haben, damit man sich auch für die eigene Heimat, für die eigene Region einsetzt.
Lieben Dank. Doro, du sagst ja schon, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und ich denke, wir werden da auch was für die Zukunft finden, wie wir Frauen ermutigen, dennoch in der Politik zu bleiben. Wir kommen zu unserer letzten Frage. Die kommt von Emily schriftlich. Sie ist auch ein bisschen, sage ich mal, persönlicher. Liebe Frau Bär, Sie sind eine erwachsene Frau, die Ihre Kompetenz unter Beweis gestellt hat. Aber haben Sie immer noch das Gefühl, dass Männer in der Politik Sie oft nicht ganz ernst nehmen, weil Sie eine Frau sind? Ja, also ich glaube, da geht es mir wie vielen anderen Kolleginnen auch. Das merkt man natürlich bis heute, wenn Frauen oft das Wort ergreifen in Runden, dann wird plötzlich der Geräuschpegel lauter. Wenn eine Frau das Gleiche sagt, was ein Mann dann nochmal 10 Wortmeldungen später sagt, wird da wesentlich mehr Beifall zugepflichtet, weil es dann immer noch drauf ankommt, wer hat es jetzt eigentlich gesagt, ja. Also ich kann nur, das ist vielleicht auch so ein Lessons learned. Ich dachte immer am Anfang, ich bin ja sehr jung in den Bundestag gekommen mit 24 und dachte, naja gut, wenn du an der einen oder anderen Stelle nicht ernst genommen wird, dann liegt es bestimmt am Alter, werde erst mal 30, dann wird es besser, dann bin ich 30 geworden, wurde auch nicht viel besser. Dann dachte ich, ach naja, wenn du erst mal verheiratet bist, ist es besser auch nicht. Dann dachte ich, wenn man mal ein Kind hat, wird es besser. Also es wird eigentlich nie so wahnsinnig besser. Deswegen ist eigentlich jede Zeit gerade die richtige. Und man muss vielleicht irgendwann auch mal für sich entscheiden, ob es einen ficht oder eben nicht. Also ich habe eine sehr, sehr hohe Empathie. Ich habe sehr gute, also ich spüre sehr viel in so Sitzungen, wie da auch so Abläufe sind, wie sich das Ganze dann auch darstellt. Und da muss man irgendwann auch mal für sich entscheiden, dass es einem auch gerade egal ist, weil es natürlich, und so sage ich mir das immer, von Männern auch ein, manchmal von manchen Männern, nicht von allen, aber von denjenigen, die dann sich nicht ordentlich verhalten, ja auch ein Zeichen der Unsicherheit ist, weil sie vielleicht mit uns nicht zurechtkommen und das spricht ja dann wieder für uns und für unsere Stärke. Also insofern, wenn man es für sich als Kompliment sieht, dass das ihre Art und Weise ist, auszudrücken, dass sie eigentlich nicht mit uns mithalten können, dann kommt man vielleicht auch besser damit zurecht. Ganz, ganz lieben Dank, Doro. Das war wirklich sehr inspirierend. Gute Tipps. Ich nehme vieles für mich mit und für meinen Verband natürlich auch. Ich freue mich, dass du da warst. Und wir wollen dich natürlich auch, wenn es jetzt digital ist, nicht mit digital, so spontan mit leeren Händen zu Hause sitzen lassen. Wie du vielleicht siehst, es sind in unserem Studio wahnsinnig viele tolle, inspirierende Frauen um uns rum. Und wir möchten dir die erste Chance geben, dir auszusuchen, welche von den Damen, die hier sind, hättest du denn gerne nach Hause geschickt? Boah, das ist ja eine super Geschichte. Also ich habe tatsächlich eine ganz große Favoritin, weil ich ein Riesenfan von ihr bin. Natürlich auch von der Bundeskanzlerin, aber ich bin auch ein ganz großer Fan von der Queen. Und deswegen würde ich mich tatsächlich für die Queen entscheiden. Ja, großartig. Das kann ich weil sehr, sehr gut verstehen. Weil von der Queen kann man auch sehr viel lernen. Und wenn ich noch einen Wunsch äußern dürfte, wenn er nicht zu unverschämt ist, habt ihr von dieser coolen JU-Superfrau auch irgendwie einen Sticker oder irgendwas? Den hätte ich nämlich auch wahnsinnig gern. Die schaut super aus. Natürlich, beides kommt zu dir nach Hause. Die Queen sozusagen zum Tea Time. Und wir haben auch noch ein paar Aufkleber und die sind mit in der Post. Ganz, ganz lieben Dank. Es war großartig, dass du so spontan dabei bist. Ja. Frauen halten zusammen. Vielen Dank, Doro, und ein schönes Wochenende noch. Euch auch. Liebe Wiebke, wollen wir eigentlich den Leuten verraten, wo wir überhaupt gerade sind? Bitte, Toni, verrat's uns. Denn das Studio ist nicht irgendwo im Nirgendwo. Nein, wir sind in Hessen. Und wer kommt auch aus Hessen? Genau, die Fraktionsvorsitzende Ines Klaus. Sie kann leider heute nicht mit dabei sein, aber sie hat uns einen kleinen Impulsvortrag mitgegeben. Und deshalb würde ich sagen, liebe Ines, danke, dass du da bist und Film ab. Liebe Teilnehmerinnen des Superwoman Day der Jungen Union, ich freue mich sehr, dass ich ein kurzes Grußwort zu Ihnen senden darf. Mein Name ist Ines Klaus, ich bin 43 Jahre verheiratet, ich habe 3 Kinder und ich bin die Fraktionsvorsitzende der CDU im Hessischen Landtag. Wenn ich recht informiert bin, bin ich in dieser Position die einzige deutschlandweit und die erste Fraktionsvorsitzende, die weiblich ist in Hessen. Insoweit freut es mich, dass ich auf diesem Weg zu Ihnen sprechen darf, dass wir uns austauschen können. Was machen Frauen in der Politik? Warum ist es gut, dass Frauen in der Politik sind? Und vor allen Dingen, wir wissen, Frauen wählen Frauen. Und solange wir 25% nur Mitglieder, die weiblich sind, in der Partei haben, aber mindestens 50% in der Gesellschaft Frauen sind, ist es wichtig, dass wir mehr werden in der Politik
um die weibliche Sichtweise, um die empathischen Blicke auf unsere Themen zu richten. Insoweit freut es mich, dass Sie sich heute zusammengeschlossen haben und dass ich kurz grüßen darf. Ich erzähle Ihnen mal kurz, wie ich in die Politik gekommen bin. Ich war eigentlich bei der katholischen Kirche als Jugendvertreterin im Pfarrgemeinderat aktiv, habe nebenher einen Jugendverband in unserer Gemeinde gegründet, mit ganz vielen anderen Freunden zusammen, weil wir uns einsetzen wollten für unsere Gemeinde. Da ging es unter anderem auch darum, den Gottesdienst am Sonntag später anfangen zu lassen, was für uns ein ernsthaftes Anliegen in der Jugend war, um zu sagen, dass wir länger schlafen können. Dann bin ich in die CDU eingetreten und das mittlerweile vor 20 Jahren. Da hat es mich ebenso bewegt, dass ich in meiner Heimatgemeinde etwas bewegen kann, in den verschiedensten Themenfeldern. Und so bin ich relativ schnell in die Kinder- und Jugendarbeit reingegangen, nachdem ich auch meine erste Tochter bekommen habe. Dort war ich dann Vorsitzende eines Kindergartenvereins, der 30 Kinder betreut hat und das in Teilen in unterschiedlichen Gruppen mit relativ vielen Erziehern. Und da habe ich gemerkt, was eigentlich Engagement auch ehrenamtlich bedeutet und wie zeitintensiv das auch sein kann. Nebenher war ich immer kommunalpolitisch tätig und habe die Tätigkeiten auf der Ebene im Verein in die Politik mit einfließen lassen. Das hat mir sehr geholfen und immer viel Freude gemacht. Aber auch da habe ich schon festgestellt, wie problematisch das eigentlich ist, Ehrenamt, Politik und natürlich auch Beruf zu verbinden. Und warum ist das so? Weil wenn wir uns, und das wissen Sie auch alle, die in den Gemeinden, in den Ortsverbänden, in den Städten tätig sind, dass meistens Fraktions- und Vorstandssitzungen abends stattfinden. Vor Corona war das auf jeden Fall immer der Fall, dass man sich zum Beispiel um 19 Uhr getroffen hat in einer Gaststätte, gerne auch mal im Hinterzimmer, und sich dort über aktuelle Themen auseinandergesetzt hat. Das ist ein problematischer Zeitpunkt, der Uhrzeit nach, wenn man gerade kleine Kinder hat. Weil Kinder legt man meistens um die gleiche Uhrzeit ins Bett, wenn parallel die Vorstandssitzung stattfindet. Insoweit müssen wir schauen, wie wir Politik noch familienfreundlicher hinbekommen. Da habe ich mich schon lange vor Corona für eingesetzt, ob man die Möglichkeiten, die wir haben, über Handys, über Tablets nicht nutzt, um sich digital auszutauschen. Vor Corona war das ein relativ abwegiger Vorgang. Jetzt in der Krise haben wir, glaube ich, gemerkt, was auch alles digital geht und so ja auch heute hier beim Superwoman Day. Insoweit sollten das, glaube ich, die Lehren sein, die wir daraus ziehen sollten, dass wir sagen, wir brauchen Engagement, wir müssen tätig werden, wir müssen aber auch versuchen, wie können wir die Rahmenbedingungen anpassen, dass junge Frauen, die auch in der Familienplanung sind oder schon eigene Kinder haben, weiter tätig sind, weil genau die brauchen wir. Ich erlebe es hier in der Landespolitik und das betreibe ich seit 2 Jahren jetzt hauptberuflich. Das sind unsere Themen. Es geht um Schule, es geht um Kindergärten, es geht um Soziales, neben den ganzen anderen Themen, die wir haben. Und da brauchen wir Glaubwürdigkeit und da brauchen wir Erfahrung. Insoweit brauchen wir da starke Frauen und wir brauchen Rahmenbedingungen, die das zulassen. Ich bedanke mich ausdrücklich für dieses Format. Ich werde morgen auch auf jeden Fall irgendwo einmal reinschalten und zuschauen, was Sie heute besprechen. Es ist herausragend, dass so etwas stattfindet und auch in so einer Präsenz, weil das ein Baustein sein kann, dafür zu werben, wie modern, wie jung auch Partei sein kann und wie man sich miteinander vernetzt. Das ist gut und das ist richtig so. Ich möchte Ihnen aber mit auf den Weg geben, dass Sie vor allen Dingen jetzt, ganz kurz vor Weihnachten, kurz vom 3. Advent, gesund bleiben, dass Sie die Zeit genießen, die Besinnung finden und im nächsten Jahr durchstarten können. Politisch durchstarten können, vermutlich auch erst im digitalen Rahmen. Wir sind weiterhin in der schlimmsten Krise dieses Landes, was Gesundheits- und Pandemiegründe angeht. Insoweit wünsche ich Ihnen zunächst, bleiben Sie und Ihre Lieben gesund, bleiben Sie engagiert und machen Sie auf jeden Fall mit. Es lohnt sich für Sie und für andere. Ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Klaus. Ein Vorbild für uns alle. Das sollte doch das Ziel sein, auch die nächste CDU-Fraktionsvorsitzende zu werden. Ich freue mich jetzt aber ganz besonders über unseren nächsten Gast, der uns auch schon zugeschaltet ist. Sie heißt Cornelia Itzer. Und falls ihr sie noch nicht kennt, solltet ihr sie jetzt unbedingt kennenlernen. Denn sie hat eine Karriere gemacht, von der man sich nur inspirieren lassen kann. Sie hat angefangen in der Jungen Union, war Kreisvorsitzende, ist mit 29 das erste Mal in den Bundestag gekommen. Mit 30 war sie dann schon Staatssekretärin unter Angela Merkel. Danach hat sie aber irgendwann gesagt, hey, ich gehe noch mal weiter und wurde Hauptgeschäftsführerin des Verbands Forschende Arzneimittelhersteller, also ab in die Wirtschaft.
und dann aber auch wieder zurück, denn 2012 wurde sie in Berlin Senatorin für Wirtschaft, Technologie und Forschung. Sie war zudem in ganz, ganz vielen Aufsichtsgremien dabei und arbeitet heute als Rechtsanwältin. Liebe Cornelia, ich freue mich, dass du da bist. Hallo, liebe Wiebke, und ja, hallo alle Superwomen in der JU. Wunderbar, schön, dass du da bist. Liebe Mädels und auch Jungs vor den Geräten und im Zoom-Call, auch jetzt habt ihr die Möglichkeit, wieder Fragen zu stellen. Schickt das einfach in den Chat an Junge Union oder auch sonst stellt in der Community Fragen. Und bis wir die erste Frage haben, habe ich auf jeden Fall die allererste für dich, Cornelia. Ich habe mich nämlich schon immer gefragt, wie es sich eigentlich für dich angefühlt hat, als du dann mit 29 das allererste Mal in den Bundestag gegangen bist. Wie war das? Hattest du Respekt? Wie war das? Hast du dich gefreut? Wie waren die ersten Tage für dich als junge Frau im Bundestag? Ja, natürlich hatte ich riesen Respekt vor der Aufgabe. Es war ja auch das erste wiedergewählte gesamtdeutsche Parlament. Das war für mich damals eine enorme Herausforderung. Ich habe aber auch schnell festgestellt, dass man die junge Frau durchaus kritisch beäugte, nach dem Motto, so eine junge Frau im Deutschen Bundestag, was kann die ausrichten? Und dann bin ich in den Rechtsausschuss eingezogen, der ja auch ein ganz etablierter Ausschuss ist. Und da saßen nur männliche Kollegen, die überhaupt nicht wussten, was sie mit mir anfangen sollten. Ganz, ganz lieben Dank. Wenn du dich noch ein bisschen mehr in die Mitte von deinem Bildschirm setzen könntest. Genau, perfekt, dann sehen wir dich auch noch viel, viel besser. Klasse, so super. Dankeschön. Was an deinem Lebenslauf ja auch immer unglaublich beeindruckend ist, sind die vielen Wechsel, die du gemacht hast. Erst in den Bundestag, dann als Staatssekretärin, dann in die Wirtschaft, dann wieder zurück in die Politik. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass du immer wieder gewechselt bist? Ich habe immer gesagt, Politikerdasein ist schön, aber ich möchte nicht die klassische Berufspolitikerin werden. Ich bin der Auffassung, Politiker müssen immer geerdet sein und das heißt auch einen festen Stand außerhalb der Politik haben. Das schafft Unabhängigkeit, die wollte ich mir immer erhalten. Und darüber hinaus, ja, ich habe immer wieder gewechselt, wobei ich ja einzelne Tätigkeiten auch 15 Jahre lang wahrgenommen habe. Aber irgendwann kehrt die Routine ein. Und Routine macht träge. Und damit man nicht träge wird, sollte man dann schnell an neue Herausforderungen herangehen. Ja, wahnsinnig cool. Du hast ja damit auch schon so früh begonnen und jetzt so viel deswegen gesehen. Was wären denn so deine Top 3 Tipps, die du unseren Zuschauerinnen gerne geben würdest oder die du vielleicht auch an dein jüngeres Ich gerne mal gegeben hättest? Ja, erster Tipp wäre etwas, was ich gerade schon erwähnt habe. Bleibt immer unabhängig. Schafft euch eine Position durch Ausbildung, durch berufliche Tätigkeit, die euch die Freiheit in der Politik gibt, jederzeit zu sagen, halt, das ist ein Punkt, hier mache ich nicht mit. Und auch, wenn ich mich einmal gegen die Mehrheit in der eigenen Gruppe stelle. Zweiter Punkt wäre, vernetzt euch. So wie ihr es heute macht mit diesem Superwoman Day. Frauen in der Politik sind immer weniger vernetzt als Männer. Und das ist ein Nachteil, den ihr ausgleichen solltet. Und dritter Punkt, trefft jede Entscheidung so, dass ihr, egal ob in der Politik oder in eurem Beruf oder natürlich auch im Privatleben, dass ihr morgens in den Spiegel schauen könnt und sagt, okay, das bin ich und ich stehe zu dem, was ich tue. Ganz, ganz lieben Dank. Wir haben jetzt hier auch schon die allererste Frage aus der Community. Und du bist ja auch Mutter. Und wir haben hier eine Frage zum Homeschooling. Die Frage lautet, liebe Cornelia, wie chancengerecht ist das Corona-bedingte Homeschooling? Kinder und Jugendliche aus strukturschwächeren Milieus haben nicht so eine gute digitale Infrastruktur oder entsprechende Endgeräte zu Hause und werden weniger stark von ihren Eltern bei dem Unterricht von zu Hause aus unterstützt. Was meinst du dazu?
Ja, ich halte das in der Tat für ein riesiges Problem, weil hier Bildungsbenachteiligungen noch einmal verstärkt werden. Homeschooling, mich betrifft es nicht mehr, um ehrlich zu sein. Meine Tochter ist 21 und sitzt inzwischen seit Monaten neben mir im Homeoffice und geht dort ihrer beruflichen Tätigkeit nach. Aber ich weiß, dass es für Kinder wie für Eltern gleichermaßen eine Riesenbelastung sein kann. Wobei eines muss man auch feststellen, dass es solche Unterschiede gibt beim Homeschooling, hat auch damit zu tun, dass wir über Jahre Digitalisierung in der Schule versäumt haben. Wäre es bis jetzt schon selbstverständlich gewesen, mehr Angebote auch digital zu machen in den Schulen, und hätte man darüber nachgedacht, wie man auch Kinder aus benachteiligten Familien an dieser Digitalisierung teilhaben lässt, hätten wir jetzt eine bessere Ausgangsposition gehabt. Ja, das kann ich total gut verstehen. Ich bin auch mal wieder erschrocken, wie langsam das geht. Wir kommen jetzt noch mal zu einem anderen Thema, was wir gerade auch schon mit Dorothee Bär diskutiert haben und was uns auch als JU immer wieder beschäftigt hat. Denn auch wir haben die Kampagne Stay on Board unterstützt. Da geht es um die Elternzeit für Vorständinnen. Wir haben jetzt aber noch mal eine andere Frage zu dem Thema. Norwegen kriegt Elternzeit von Parlamentariern und Parlamentarierinnen hin. Stehen wir uns als Partei mit so vielen Direktmandaten eventuell ein bisschen selber im Weg, um das zu erreichen? Also ich bin mir nicht so ganz sicher, ob man jede Aufgabe, und ich weiß, hier wird es jetzt Proteste geben, jede Aufgabe mit Elternzeit vereinbaren kann. Sondern ein Parlamentarier, der gewählt wurde, hat sicherlich, wenn er ein Kind bekommt, auch das Recht zurückzufahren. Aber auf der anderen Seite haben die Bürgerinnen und Bürger auch einen Anspruch darauf, dass ihr gewählter Volksvertreter für sie da ist und nicht über Monate ausscheidet. Ich glaube, das ist so eine der Situationen im Leben, wo man sehr klar sagen muss, ein Kind hat Mutter und Vater. Und beide Eltern sind verantwortlich. Und wenn jemand in einer herausgehobenen Position tätig ist, wie die Abgeordnete oder der Abgeordnete, dann muss vielleicht der Partner stärker in die Kindererziehung einsteigen. Das finde ich ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt, denn ich glaube, dass es manchmal auch vergessen wird in dieser Diskussion. Gleichberechtigte Elternschaft ist auch aus meiner Sicht etwas, auf das wir am allerstärksten setzen müssen, um tatsächlich Gleichberechtigung hinzubekommen. Wir haben noch eine weitere Frage, denn Laura aus Bonn fragt: Kandidatenaufstellung zum Bundestag. Aktuell stellt ja die Aufstellung der Bundestagskandidaten in den Kreisverbänden an. Haben Sie vielleicht einen Tipp, wie man sich in seinem eigenen Kreisverband bei der Aufstellung als junge Frau gegen alteingesessene Herren durchsetzen kann? Das ist natürlich in der aktuellen Lage, in der es nicht so viele Begegnungen gibt wie in Nicht-Corona-Zeiten, besonders schwierig. Da habe ich es ja leichter gehabt. Ich habe mich damals im Wahlkreis auch gegen eine Reihe altgedienter Parteifunktionäre durchsetzen müssen. Da waren Bürgermeister, Landräte am Start, die seit 20 Jahren Erfahrung hatten. Und ja, ich habe mich, wenn ich ehrlich bin, offen gestanden am Ende auch gewundert, warum hat sich die Partei für mich und nicht für die altbewährte Garde entschieden. Ich würde sagen, gerade weil man mit neuen Ideen reinkommt, weil man sagt, was man denkt, nicht gleich Rücksichten nimmt, Abwägungen vornimmt, Kompromisse sucht, sondern sehr klar Position bezieht, wird man letztendlich gewählt. Und das kann ich nur jeder Bewerberin und jedem Bewerber nahelegen. Versuchen Sie sich nicht zu verbiegen,
Kompromisse muss man in Fraktionen noch häufig genug schließen. Solange man als Kandidat ins Rennen geht, hat jeder, der einen wählen soll, einen Anspruch darauf, die Person pur mit ihren Einstellungen, Vorstellungen, Zielsetzungen kennenzulernen. Großartig. Das betrifft, glaube ich, auch ganz viele JUlerinnen und JUler momentan. Wir haben schon wieder die nächste Frage, denn das Thema Elternzeit beschäftigt anscheinend viele junge Frauen. Die nächste Frage kommt von Diana aus Berlin und sie fragt, sollten wir nicht noch weitere steuerliche Anreize setzen, damit die Elternzeit tatsächlich 50-50 aufgeteilt wird? Ja, alles, was dazu dient, Elternzeit gleichberechtigt aufzuteilen, findet immer meine Unterstützung. Ich weiß, wie schwierig es ist, Beruf und Familie miteinander zu vereinbaren. Ich selbst habe als alleinerziehende Mutter eine Tochter großgezogen. Aber ich muss auch sagen, wenn wir über Elternschaft reden, dann müssen wir endlich dahin kommen, dass das keine Frauenangelegenheit ist, sondern eine Männer- und Frauenangelegenheit. Und wir sollten uns als Frau auch nicht immer in die Ecke drängen lassen, ihr müsst ja noch Familie und Beruf miteinander in Balance bringen. Das müssen Väter genauso und das sollten wir immer deutlich machen. Die Tatsache, dass Frauen benachteiligt sind, hat ja auch nur begrenzt etwas damit zu tun, dass sie Mütter sind. Sie schultern mehr, weil sie Mütter sind. Aber es gibt viele Frauen, die haben gar keine Kinder und sind trotzdem auf der Karriereleiter hängen geblieben, weil sie Frauen sind. Sei es in der Politik oder in der Wirtschaft. Also wir sollten uns auch nicht immer mit dem Thema Eltern in die Ecke drängen lassen. Wir Frauen können beides miteinander verbinden. Wir wollen da Position beziehen und nicht immer in den Förderstatus gelangen. Aber trotzdem, steuerliche Anreize sind gut. Das finde ich ehrlich gesagt auch und eine sehr, sehr gute Frage. Vielen lieben Dank dafür. Wenn ihr auch noch eine Frage habt, gerade an die Leute im Zoom-Call, ihr könnt euch sogar live dazuschalten, schreibt einfach an Junge Union oder hebt eure Hand, wir sehen euch. Wo wir aber gerade beim Thema Digitales sind, habe ich hier noch eine weitere wichtige Frage, die, glaube ich, auch viele von uns beschäftigt. Unsere Welt ist ja immer schnelllebiger geworden. Und als ich dich, liebe Cornelia, das erste Mal angeschrieben habe für unseren Superwoman Day, da war ich ganz beeindruckt. Ich habe dir nämlich, glaube ich, so um 9:30 nachts geschrieben. Und du hast mir aber um 21:45 auch nochmal geantwortet. Deine letzte WhatsApp kam gestern Nacht, kurz nach Mitternacht. Wie gehst du damit um, dass dich das vielleicht nicht verrückt macht? Hast du irgendwie einen Tipp, wie du auch mal abschaltest zwischendurch bei dem Ehrenamt, was man ausübt, bei dem Job, bei der Familie, die man vielleicht auch nochmal hat? Wie machst du das und wie koordinierst du ganz genau deine sozialen Medien, dein Kommunikationsverhalten? Hast du da Tipps oder wie gehst du damit am besten um? Ich habe da keinen Tipp. Ich gebe ehrlich gesagt zu, dass ich viel zu viel online bin. Ich reagiere schnell, weil es einfach dazugehört und weil ich auch immer zu den Neugierigen gehöre. Wenn ich den Eingang einer Nachricht mitbekomme, dann will ich auch wissen, welchen Inhalt sie hat. Das ist gar nichts, was ich empfehlen will. Man sollte auch mal ausschalten, aber da bin ich die schlechteste Ratgeberin aller Zeiten. Das ist doch auch mal ein sehr, sehr ehrliches Feedback. Ganz lieben Dank dafür, denn ich kenne die Problematik selber. Ich suche auch noch an Tipps. Wenn ihr welche habt, schreibt uns das auch gerne in die Kommentare. Vielleicht, ich kann auf jeden Fall da auch noch mal was lernen. Wir haben aber jetzt noch eine weitere Frage und zwar aus dem hohen Norden. Antonia fragt, moin aus Kiel, wer hat Sie denn eigentlich in Ihrer Karriere inspiriert? Wie kommt man dazu? Ich muss zugeben, dass ich immer Mentoren gehabt habe und diese Mentoren waren immer Männer. Ich habe als Studentin im Deutschen Bundestag gejobbt, wie viele andere bei einem Abgeordneten. Und dieser Abgeordnete war sehr lange im Deutschen Bundestag und als dann die Wahl 1990 anstand,
hat er sich entschlossen, nicht erneut für den Bundestag zu kandidieren. Und er war es, der gesagt hat, jetzt werfen Sie doch mal den Hut in den Ring. Und ich habe ihm auch gesagt, da sind so viele etablierte Bewerber im Wahlkreis, warum sollte ich das tun? Und daraufhin hat er sehr klar gesagt, das ist das erste gesamtdeutsche Parlament wieder. Das ist eine einmalige Gelegenheit in der Geschichte. Wenn Sie es jetzt nicht machen, werden Sie es bereuen. Und damit hatte er mich gepackt. Und also das war klares Mentoring und ohne ihn hätte ich es wahrscheinlich nicht getan. Und so habe ich es aber auch im Berufsleben erlebt. Ich war zunächst für die Bayer AG in Leverkusen tätig und hatte dort einen Vorgesetzten, der mir gesagt hat, damals gab es immer noch so die Loseblattsammlungen bei Bayer mit allen möglichen Dienstanweisungen, Dingen, die intern zu beachten sind, Abstimmungsprozesse. Es war ein Elend, wenn man das sah. Selbst Juristen wie wir, Wiebke, würden sagen, so viele Loseblattsammlungen haben wir nicht mal in der Juristerei. Und dann hat er gesagt, also das ist schön, dass Ihnen das auch alles übergeben wurde. Ich sage Ihnen, wenn Sie nicht jeden Tag dreimal dagegen verstoßen, werden Sie hier nie Direktor. Und er war Direktor und damit hat er recht gehabt. Und so viele Dinge, ja, eigentlich so die kleinen Lebenshilfen im Alltag, die ich immer wieder von Männern, die ich als klare Mentoren sehe, bekommen habe. Und letztendlich, dass ich so früh Staatssekretärin werden durfte. Ich weiß noch, als ich zu Helmut Kohl einbestellt wurde, ganz überraschend, und der mich fragte, ob ich nicht Staatssekretärin werden wollte. Das war ein enormer Vertrauensvorschuss. Hätte der nicht den Mut gehabt, mich zu berufen? Also, Jubel hat er damit in der Fraktion bestimmt nicht ausgelöst. Also immer wieder Männer, die mich gefördert haben. Und ich hoffe, dass es mehr und mehr Frauen werden, die Frauen wie Männer als Mentoren begleiten. Und das ist etwas, was ich auch immer deshalb sehr gerne mache, weil ich dann ein Stück zurückgeben kann. Ganz großartig. Das Thema Mentoring ist natürlich auch für uns alle wahnsinnig wichtig. Und ich glaube, es ist eine super Inspiration auch für uns alle hier im Call und für euch da draußen. Wir haben noch eine Frage. Sie brechen kaum ab. Stefanie Becker, 34 und Kreisvorsitzende aus Alzey-Worms, liebe Grüße nach Rheinland-Pfalz an dieser Stelle, fragt, wäre es vielleicht sinnvoll, durch eine Begrenzung der Amtszeit eines Bundestagsabgeordneten auf zum Beispiel 3 oder 4 Wahlperioden, wäre das klug? Würde das vielleicht auch andere junge Politiker dazu animieren, sich diese Unabhängigkeit von der Politik aufzubauen? Liebe Cornelia, was meinst du dazu? Du bist ja quasi ausgestiegen irgendwann. Was hältst du von so einer Begrenzung? Also ich muss offen sagen, ich habe mich früher dafür ausgesprochen. Kann man noch nachlesen? Gibt es noch JU-Broschüren aus den 80er Jahren, in denen ich mich dafür vehement ausspreche? Nun muss ich sagen, es gibt natürlich Funktionen in diesem Land, da braucht man auch einen Vorlauf über mehrere Legislaturperioden. Deshalb würde ich es heute gar nicht mehr so rigoros einfordern wollen. Aber ich glaube schon, dass sich jeder Einzelne nach 2, 3 Perioden mal fragen muss, ob er wirklich unersetzbar ist im deutschen Parlament und umgekehrt, dass das die Partei auch tun sollte. Das ist nichts Kritisches gegenüber Amtsinhabern, aber der Wechsel gehört dazu. Wenn man aus der Lebenswelt
aus der beruflichen Lebenswelt außerhalb der Politik nichts mehr einbringen kann, dann ist man eigentlich fehl am Platz. Danke für diese wirklich deutlichen Worte. Ich würde gerne noch mal eben zu dem Woman Day oder generell einfach mal gerne hören. Das wäre auch mehr als cool. Ich schaue jetzt einmal noch mal auf den Bildschirm, aber es scheint tatsächlich so zu sein, dass wir die Verbindung verloren haben. Ich hoffe, es ist ganz klasse wieder. Hallo? Ja, ich höre dich. Jetzt höre ich dich auch wieder. Sorry, ich weiß nicht, woran es lag, aber das ist Digitalisierung in Deutschland. Okay, anscheinend, ich hatte dich noch mal gefragt, wie das mit den Mentoren geht, aber wir haben hier gerade auch noch mal eine Live-Frage, die wir sonst vielleicht einmal kurz vorziehen können. Denn Saskia Ackermann aus unserem Zoom-Call, sie traut sich und kommt jetzt einmal live dazu. Liebe Saskia, stell gerne deine Frage. Saskia ist anscheinend auch noch nicht da. Mensch, mit dieser Technik. Wir haben ja gerade schon über die Digitalisierung in der Bildung gesprochen. Also ich glaube, wir müssen überall den Netzausbau noch mal ein bisschen stärken. Gut, dann gehen wir jetzt noch einmal zurück zu meiner Ursprungsfrage. Woher kriegt man coolen Mentoren und wie spreche ich den am besten an? Nichts lieben Menschen so sehr, insbesondere Männer, wenn man die simple Aussage macht, ich brauche Ihren Rat. Weil damit setzt man den Ansprechpartner in eine Position, dass man ihn für überlegen, für ausgewiesener in bestimmten Fachbereichen hält. Und ich muss sagen, als junge Frau habe ich auch immer Riesenprobleme gehabt, diesen Satz auszusprechen. Macht es einfach. In 90, wahrscheinlich 95% aller Fälle wird keiner Nein sagen. Das finde ich ganz großartig. Ehrlich gesagt war das auch immer das, was ich bis jetzt gemacht habe. Wir hatten auch schon einmal im Sommer gesprochen. Da hat mich das auch sehr beeindruckt und habe es danach noch verstärkt gemacht und habe auch gemerkt, boah, das funktioniert echt richtig gut. Wir gucken mal, ob Saskia jetzt auch dann doch nochmal live geschaltet werden kann. Liebe Saskia, bist du da? Anscheinend haben wir immer noch Saskia nicht live da. Wir warten noch mal kurz. Alles klar, wir kriegen Saskia anscheinend leider nicht mehr live zugestellt. Schade, liebe Saskia, ich freue mich, wenn du deine Frage sonst beim nächsten Mal auch noch stellst. Liebe Cornelia, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Das war echt inspirierend. Ich glaube, viele konnten sich Tipps mitnehmen. Ich hätte mir gewünscht, dass ich hier Zettel und Stift in der Hand gehabt hätte, um nochmal mitzuschreiben, was man alles Gutes machen kann. Und auch du hast jetzt ja unser Studio schon ein paar Mal gesehen. Und auch dir würden wir gerne eine unserer Superwomen, die wir hängen haben, nach Hause schicken. Wen findest du hier denn am beeindruckendsten von den vielen Damen, die hier hängen? Wir haben Audrey Hepburn, Madonna, Jacinda Ardern, aber auch Hillary Clinton, Margaret Thatcher. Wir haben wirklich eine ganz, ganz breite Masse hier. Hast du schon eine Favoritin? Ja, und? Ganz klar. Meine ehemalige Ministerin Angela Merkel. Das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Wir schicken sie dir zu. Vielen, vielen Dank, super, dass du dabei warst und dir die Zeit genommen hast. Ich fand, das war ein wahnsinnig tolles Gespräch und ich wünsche dir noch ein wunderschönes Wochenende. Ich danke dir sehr, Wiebke, für die tolle Moderation. Ich finde es super, dass so viele JUlerinnen heute an Bord sind, obwohl wir ja einen Adventssamstag haben. Und nebenbei bemerkt, wenn es nicht funktioniert hat, dann lag das am Netz. Aber ihr habt einen super Support in der Technik. Allen in diesem Volk und bis bald. Vielen Dank und liebe Grüße und auch nochmal von mir einen ganz herzlichen Dank an die Technik. Das kann ich nur bestätigen. Danke. Wieder ein guter Talk und ich muss sagen, Cornelia hatte einige guten Tipps dabei und ich glaube, wir haben ein bisschen geteasert, dadurch, dass jetzt schon zwei Ladies weg sind, aber wir können entwarnen, auch alle anderen sind hier noch gewinnbar und deshalb schauen wir mal ins Social Media Monitoring, würde ich sagen.
Ganz genau, mal sehen, was da schon so los ist, wie ihr zusammen zu Hause den Superwoman Day schaut. Hier ist schon das allererste Bild bunt und wild von unserer Referentin Amelie Weber und sie schaut es auf ihrem Laptop und freut sich schon darauf, dass es gleich losgeht. Und hier einen guten Morgen von der Jungen Union Hildesheim. Das freut uns vor allem, dass auch die Verbände mit dabei sind und das promoten, denn man kann für alle was mitnehmen. Und oh, da hat jemand unser Paket erhalten. Großartig, so viel Konfetti und auch noch coole Sticker, die ja auch schon Dorothea so beeindruckt haben. Yes, richtig, richtig nice, sehr cool. Und hier sehen wir auch nochmal unsere Sprüche-Postkarten bei Lilly, glaube ich, steht da, oder Lilly Lena. Wir haben in unserem Paket für alle Teilnehmerinnen gab es ein kleines Päckchen mit Postkarten, mit inspirierenden Sprüchen, einen coolen Superwoman-Sticker und nochmal den Ablauf. Freut mich, dass es bei euch allen angekommen ist. Ja, und auch hier nochmal wieder der nächste JU-Verband, der dabei ist, die Junge Union Witten, deren Mitglieder heute auch beim Superwoman Day mit dabei sind, sogar im Zoom-Call. Richtig, richtig cool. Mit Tillmann auch noch mit dabei. Sehr, sehr stark. Da freuen wir uns. So, und natürlich, The Turtle Joe ist auch mit am Set. Ihr könnt ihn auch bei Spotify hören. Unser Techniker ist auch ganz begeistert und hat sich hier mit in die Story geschlichen. Und von dem Blick hinter den Kulissen geht's wieder in die Wohnzimmer nach Hause. Und da ist Anja, die auch schreibt Zukunftsmodus an. Die Superwoman ist da ganz präsent im Bild. Richtig, richtig cool. Schön, dass du dabei bist. Und hier schreibt auch jemand schon fleißig mit. Du hattest ja hier keinen Stift und Zettel. Das kann ich sehen bei Neufelchen. Auch schöner Name. Und natürlich, Madina ist auch mit am Start im hohen Norden. Und sind das Kekse? Ich glaube, ja. Oh, das sieht richtig, richtig gut aus. Liebe Grüße in meine Geburtsstadt nach Kiel. Wunderbar. Also Wiebke, ich würde jetzt sagen, es geht nämlich jetzt in die 6 Workshops über. Wiebke, du leitest auch ein, also auf. Die Teilnehmerinnen sehen Sie gleich. Und für alle, die im Livestream sind bei YouTube und Facebook, möchte ich einmal den Hinweis geben, wir sehen uns gleich in etwa einer Stunde wieder, gleiche Stelle, gleiche Welle und freut euch auf den großen Showdown zwischen Tillmann Kuban und Christina Schröder, wer besser im Quizzen ist, schätzen und Zitate vervollständigen. Auf dieser Stelle danke erstmal von uns. Und bis 1:15 wieder hier.